weil ich habe mit einem Kumpel, der auch auf YouTube gerade angefangen hatte, haben wir ein Let's Play angefangen. Von dem ich vom Knast war, vom Prison Architect. Und da kann man gerne beim Herrn 79er. So heißt Der er. Kettensägenmensch, der Kettensägenmensch. Oh, da hinten ist er. Hast du Der schon gesehen? Welcher Billy. von den beiden? Der Hillbilly. Der rennt. Ja, der mich gefunden hat. Der mich gefunden hat. Da kann man nämlich. Und der nutzt da die Kettensäge sehr gut. Da haben wir Prison Architect. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Helft dir Verdammt! selber mal! Du liegst gut. Weit Ja. weg von mir. Ja. Na gut, Bei jetzt mir. schwebst du. Ja, Faldi hat mich doch mit der Spitze von seiner Kettensäge erwischt, während ich über so ein Ding gesprungen bin. Okay. Ihr habt im Prison Architect Dinge gebaut. Ja, wir haben einen Frauenknast angefangen. Ah, auch sehr cool. Jetzt habe ich auf einmal die Zeit und kann mich konzentrieren. Er kommt euch zu den Zweien. Zu welchen Zweien? Zu mir? Weil ich sehe nämlich nicht. Zu den beiden, die. Ne, jetzt kommt er wieder zurück zu mir. Ja, schön, du hast mich schön angesäbelt. Hilf dir nur nichts. Der bleibt auch bei dir, so wie das aussieht. Ja, da der ist ich nicht weit weg. Ne, der ist auch nicht weit weg. Ja, der ist dahin bei Lorey. Wir müssen gleich rennen. Ja, ich weiß. Wir haben da mit einer Frauenknast, wie gesagt, angefangen. Und der spielt auch gerne Factorio. Oh, Factorio ist auch ein sehr geiles Spiel. Also für die Factorio-Fans unter euch. Er kommt gerade zur Hütte. Er ist gerade in der Hütte. Hat mich nicht gesehen. Hallo King. Hi. Ich habe nur gesehen, dass irgendwas vor mir ist. Und versucht zu heilen. Ja. Okay. Vorsicht, der ist in der Hütte. Ja, ich weiß. Ja, Entschuldigung, wir unterbrechen dich immer wieder. Ach, okay, ist doch im Keller, wirklich. Ist im Keller, das Kerlchen. Ja, und irgendjemand hat ein wichtiges Totem kaputt gemacht. Ja, ich. Ich habe hier hinten noch Erdschlag. Ja, der ist gerade auf dem Weg Richtung Lorey. Richtung? Ich hab Erdschlag. Ja, ja. Gehst du runter? Ich geh runter. Oh, hier, seht den Baum nicht, seht den Baum nicht. Nein, mach nicht die Kettensäge an. Kumpel, niemand will deine Kettensäge haben. Nein, 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 nein. Ich bin mal woanders. Blockier mich doch nicht! Der hat mich blockiert! Der andere Player oder? Der Killer! Autsch, das tut auch weh. Immerhin hat er dich nicht mit der Kettensäge gehaut. Mir hat niemand gesagt. Ich lieg gleich, ich lieg gleich. Wenn ihm auf 4 Generatoren und einen Exit ab. Das sagt sie nichts mehr. Das ist gut am Rennen. Ich bin am Rennen. Kumpel war weg. Sat hat mal kurz abgelenkt. Jetzt hat er den anderen gerade erwischt. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, ich entwickle auch so langsam so eine Pollenallergie. Meine Nase juckt dauernd. Oh, der hat aber kein Interesse an den.
Ja, er ist jetzt... Ich hab... den Herzschlag. Ich hab jetzt auch ganz leicht Herzschlag. Da kannst du mir sagen, wo du bist? Hinter dir! Ich bin hinter dir gewesen. Kannst du zum Rennen? Hat nur die Schnauze voll. Ich bin bei Lore, ich bin bei Lore grad. Okay. Er flitzt zum Random. Also, ja, ich mach jetzt gerade. Wir wollen schnell noch 3 Generatoren fertig kriegen. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch 2. Sag wohin, dann ich bin hinter dir. Ja, ich laufe nur noch hier nach hinten. Da hat er mich gesehen. Lass mal hier. Geh mal. So, dann geh. So. Ja. Dann lass mich jetzt mal ein bisschen betatschen. Ich darf ja nicht befummeln sagen, ich muss ja betatschen sagen. Tatschi, tatschi. Hi. Achtung, ich laufe hier durch den Wald. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Bei einem der Ausgänge. Ja gut, ich bin ja irgendwo hinter irgendwelchen Dreck. Schrott. Also hören tue ich dich gerade. Okay. Ich laufe jetzt am Bagger weg. Keine Ahnung, ich laufe jetzt gerade Richtung Brandon. Ja, jetzt höre ich ihn. Ja, ich höre ihn auch. Na? Welchen Killer ich am schlimmsten finde? Eine Kettensäge wieder. ich mag die Hexe nicht. Ich erschrecke mich jedes Mal bei der schweigenden Priesterin. Die Hexe ist Die Hexe ist auch geil, wenn sie aus der Tiefe kommt. Die Lurkerin mag ich auch. Die Lurker mag ich auch nicht so. Also ich sag's mal so, jeder Kill hat's. Doch, die Jägerin. Die ruft mich cool. Nein. Ich find immer noch geil. Ein. Ah, zwei, natürlich nein. Vorbei. Ja. Ich würde mich extrem freuen, wenn Jackie die Mörderpuppe reinkommt. King, bist du in der Nähe? Nein. Ich bin. Okay, dann mache ich mich jetzt gleich da, auf. Da, wo es gerade Blem macht. Ja, er kommt zu mir! Ich bin auf dem. Scheiße! Ich meine Leertaste geleitet. Ah, okay. Ich bin gleich bei Lurie. Ja, mach das. Leiser drücken. Du, welchen Killer findest du denn am schlimmsten? Genau, das wäre jetzt die interessante Frage. Hey, hier habe ich auch schon mal gehangen, glaube ich. Und Schatzi, ich brauche einen möglichen dritten Monitor gleich oben. Ja, ich glaube jetzt hängt er jetzt komplett. Er kommt zu euch runter. Wie gesagt, ich liege genau auf der anderen Seite der Karte. Ja, hat mich. Ja, er hat mich. Sag ich doch. Er lässt mich liegen. Ja. Er kommt wieder zu King. Ja. Ist auf Weg zu dir, Lorey. Renne macht einen Generator. Hat mich aber nicht gesehen. Ich glaube, der hat mich gehört. Dann mache ich mich jetzt erstmal hier aus dem Staub. Jetzt fangen wir an zu wickeln. Ach, der Venom hat einen Schlag bekommen. Sei das versteckte Osterei. Ja, ich bin das versteckte Osterei. Wenn du nicht mich befummeln willst, ich mach das selbst.
Ja, ich wollte zu Sasch. Ja. Dann geh zu Satt. Werde gerade hochgeheilt. Der Average Bulldog ist da. Okay, ich komme wieder zu dir. Hast du mich gesehen? Halt, Moment, dich kenne ich auch noch bevor. Wieso über mich? Ich will nicht sterben. Oh, sehen wir dir her? Ja. Das Spiel will, oder die Spieler wollen, dass du lieber Killer spielst, als Überlebende. Das war schön mit euch. Nee, ich hab dich vorhin ruckzuck abgehangen. Du hängst erst das zweite Mal. Ich bin jetzt fast abgeholt. Okay. Das ist der Punkt. Er rannte gerade eben hier hinten bei dem Generator rum. Ja, ja. Er rennt immer noch hier hinten rum. Er rennt gerade an. Ja, ja. Er ist gerade hinten bei dem anderen Generator gewesen. Stufe auf die. Yay. Haben wir die Random? Da kommt der Killer gerade hinten zum Generator. Nein, doch nicht. Nein, der sieht den Generator nicht. Der sieht nur die zwei. Den hinten. Und den hier vorne. Ja, ich habe ihn knallen lassen. So, der Random der versucht abzuhauen. Sorry, Random. Scheiße. Sagt man nicht. Bambi, was ist los? Ganz am anderen Ende. Bei mir relativ in der Nähe. Aber wenn der hängt, sind wir nur noch zu zweit. Ja, deswegen mache ich den Generator fertig. Ne, der darf nochmal. Oh. Na, er steht hinten. Er kommt jetzt in deine Richtung. Ja, ich weiß auch warum. Da ist er. Soll ich den rausholen? Ja, mach. Ah, hier war auch nichts, wo ich hin und her nicht hin und her drehen konnte. Heb mich auf und zeig mich wohin. Oh, dann guckst du jetzt bei mir und bei. Ich hab die Klappe gebunden. Die BTTV-Emotes? Was sind die BTTV-Emotes? Omega, was? Was? Also das war... Wollt ihr bei dir im Schrank reingucken? Oder ja, ich hatte gedacht gerade, er wollte bei mir im Schrank reingucken. Okay. Ja, der hat auch die Lupe gesehen. BTTV? Was sind BTTV? Nein! Ja, dann... Die scheinen nicht alle zu gehen. Better Twitch TV. Ah, okay. Ich
wusste gar nicht, dass die, dass ich welche hab. Oder sind die mir aufgezwängt worden von Twitch mit einem, hey, wir machen ein Update für alle. Und du kriegst es auch. Vor allen Dingen du. Weil er weiß aber, wo die Luke ist. Ja. Weil der Random da drüber gerutscht ist. Ja. Ja, Random, es hilft dir nichts, wenn du da rumliegen bleibst. Es hilft dir keiner mehr. Hast du das BTTV-Browser an? Nope. Habe ich nicht. Na, guck mal, trägt ihn an der Luke vorbei. In den Keller. Ja, ich hätte jetzt ihn nochmal liegen lassen sollen und dann die Luke zumachen und dann, wenn er schon alle aufhängt, gäbe extra Punkte. Zumal ich hier. Für den das erste Mal spielen. Zumal ich im OBS-Chat, also im OBS-Fenster, auch kein Add-on oder sonst irgendwas drin habe. Das ist rein der Text-Chat anzeigen. Gimme Noodles. Sehr schöner Name. Lichtgeborener. Widerstandskraft gegen Erblindung erhöht sich um 80%. Die Erholung von deiner Blindheit erhöht sich um 50%. Alles klar, den kannst du also auch nicht. Also Taschenlampe funktioniert nicht so wirklich. Nee,